Ich muss Sie darauf hinweisen, dass die Situation eine sehr ernste ist. Wir haben auch heute in Wien wieder rund 1.000 Neuinfizierte. Wir haben eine stark steigende Dynamik in den Wiener Spitälern. Und was mir besonders Sorge bereitet, auf den Intensivstationen. Und ich verspüre da ja meine Verantwortung als Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann für die Bevölkerung unserer Stadt, aber weit darüber hinaus auch für jene Menschen aus anderen Bundesländern, die bei uns behandelt werden. Und ich durfte schon einmal darauf hinweisen, dass wir auf den Intensivstationen in den Wiener Spitälern nicht nur Corona-Patientinnen und Patienten behandeln, sondern Menschen, die auch andere Krankheitsbilder haben. Ich denke an Schlaganfallpatienten, Herzinfarkte oder Menschen, die durch einen Unfall sehr stark beeinträchtigt sind. Um sicherzustellen, dass wir die hohe Qualität, die wir in den Wiener Spitälern gewohnt sind, aufrechterhalten können, ist es zum einen notwendig, die entsprechende Infrastruktur anzupassen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ärzteteams, aber auch im Pflegebereich die Chance zu geben, ihre wertvolle Arbeit entsprechend einzusetzen. Und ich kann mich nicht oft genug bedanken bei jenen, die jetzt in diesem Bereich tätig sind, die wirklich rund um die Uhr unermüdlich für die Patientinnen und Patienten sich einsetzen. Es ist hier auch notwendig, laufend die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Und das Zweite ist, dass wir die Verantwortung gemeinsam tragen. Wenn ich sage wir, dann meine ich alle Einrichtungen des Bundes, aber auch der Länder, dass wir Sorge dafür tragen, die Zahl der Infizierten zu reduzieren. Ich habe deshalb ja vorgeschlagen, dass wir eine sogenannte Osterruhe durchführen. Ich bin auch dafür eingetreten, dass wir diese Osterruhe in Wien verlängern. Denn ich bin überzeugt, dass es jetzt notwendig ist, schnell und kompromisslos zu agieren. Denn es geht um die Gesundheit, es geht um das Leben der Menschen in unserer Stadt, in unserem Land. Und das ist zweifellos unpopulär. Und Sie können sich vorstellen, dass ich aus vielen Teilen unserer Gesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Kulturszene, den Veranstaltungsbetrieben, nicht nur Zustimmung für diese Entscheidung erfahre, aber es ist jetzt notwendig. Und ich kann nur andere Bundesländer einladen, sehr schnell dem Beispiel Wiens zu folgen. Denn es wird klar erkennbar sein, dass diese Dynamik überall Platz greifen wird. So wie wir auch in unseren Nachbarländern sehen, dass die Zahlen ganz stark durch die Decke gehen mit den entsprechenden Auswirkungen auch in den Spitälern. Von daher habe ich heute auch eine Verordnung vor ganz kurzem jetzt unterschrieben, die vorsieht, dass wir zusätzlich zu den Maßnahmen, die wir bereits getroffen haben im Rahmen der Osterruhe, dass wir auch eine FFP2-Maskenpflicht an besonders stark frequentierten Orten vorsehen werden. Ich möchte Ihnen diese Plätze in Wien auch zur Kenntnis bringen. Es ist dies der Donaukanal im Bereich zwischen Friedens- und Franzensbrücke. Es ist der Schwedenplatz, der Marie-Theresien-Platz bzw. der Museumsvorplatz, der Karlsplatz bzw. Resselpark und der Stephansplatz. Es sind jene Orte, wo wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, dass es hier zu verstärkten Begegnungen kommt. Und warum ist das jetzt von besonderer Bedeutung? Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass das Virus sich eher in Innenräumen verbreitet, aber nicht so sehr im Außenbereich. Das hat sich durch die britische Mutation geändert. Es gibt jetzt Beobachtungen von Expertinnen und Experten und ich folge diesen. Man sollte in der Politik verstärkt auch auf jene hören, die beruflich und wissenschaftlich damit eng zu tun haben, dass auch im Außenraum, wenn Menschen sehr eng zusammenstehen oder nebeneinander sitzen, hier dieses Virus verbreiten. Und deshalb mein Appell an alle Menschen, sich an diesen Maßnahmen zu orientieren, denn am Beginn der Epidemie hat es vor allem die ältere Generation ganz schwer getroffen. Mittlerweile sehen wir durch die britische Mutation, dass alle Alterskategorien zum Teil schwerst betroffen sein können. Und wir sehen auf den Intensivstationen vermehrt auch junge Menschen, die zum Teil ganz schwere Verläufe haben, die 2 Wochen, 3 Wochen auf der Intensivstation liegen mit ungeklärten Ausgang, mit Nachwirkungen, die derzeit noch gar nicht abschätzbar sind. Das heißt, es müssen sich alle
gewiss sein, dass es jeden und jede treffen kann. Und deshalb verordne ich solche Maßnahmen nicht, um den Menschen das Osterfest zu verunglimpfen oder zu beeinträchtigen, sondern aus Sorge um Gesundheit und Leben der Menschen aller Alterskategorien. Wir werden deshalb, wenn es Verdrängungserscheinungen gibt, das heißt, dass wenn diese Plätze vielleicht weniger frequentiert werden und ausgewichen wird in andere Örtlichkeiten der Stadt, natürlich diese Verordnung ausweiten und vorsehen, dass wenn wir stärkere Menschenansammlungen wahrnehmen, dann diese FFP2-Maskenpflicht auch an diesen anderen Orten vorsehen. Wir haben im Übrigen auch gute Erfahrungen damit gemacht. Denn schon bisher war es so, dass an den 20 Wiener Märkten eine FFP2-Maskenpflicht vorgesehen war. Wir haben das auch streng kontrolliert, das Marktamt gemeinsam mit der Gruppe für Sofortmaßnahmen. Und der überwiegende Teil der Besucherinnen und Besucher der Märkte hat sich ganz streng daran orientiert. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das eine weitere Maßnahme ist, um sicherzustellen, die hohe Zahl der Infizierten zu reduzieren. Auch in Kooperation mit anderen Einrichtungen. Beispielsweise das Museumsquartier, wo wir als Stadt Wien den Museumsvorplatz vorsehen für FFP2-Maskenpflicht, habe ich den Direktor ersucht, das auch im Inneren des Museumsquartiers vorzunehmen. Sie wissen, das ist ein sehr gern genutzter, großer Freiraum, der gerade bei schöner werdendem Wetter intensiv genutzt wird. Auch dort wird ab morgen FFP2-Maskenpflicht ausgeschildert sein, nicht von der Stadt Wien, sondern vom Museumsquartier. Also von daher ist die Situation eine ernste und ich kann nur an die Wiener Bevölkerung appellieren, halten Sie sich bitte an diesen Maßnahmen, orientieren Sie sich bitte daran, es geht um Ihre Gesundheit und es geht um die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.